Okay. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, rauszukommen hier. Aber legen wir doch mal den Schalter um, wofür auch immer der ist. Der Hebel für den Auslöser. Umlegen. Was für ein Auslöser? Wir machen es mal. Was ist passiert? Hallo? Was habe ich getan? Ich habe keine Ahnung. An der Wand befindet sich ein Greifhaken? Was? Zur Verwendung Hebel drücken und Sperre lösen. Ah, okay. Ich habe keine Ahnung, wofür wir den Greifhaken brauchen. Aber ich sehe, worauf das hinausläuft. Rebecca ist voll. Achso, ich hätte ja gleich im Menü auf Billy wechseln können. Naja, dann machen wir das so. Wie sieht es bei Billy so aus? Ha, ja. Ich glaube, Billy wird mal dieses... Nee, ich lasse ihn lieber erst mit der Pistole. Aber er wird das austauschen. Er wird es zu Rebecca geben. Alles, alles. Nee, andersrum. So. Genau, jetzt hat Rebecca unfassbar viel Pistolenmunition. Und Billy hat den Platz, um den Greifhaken an sich zu nehmen. So, du gehst hier hin. Ich wusste doch erst gar nicht, wofür der Auslöser sein soll. So, einmal wechseln bitte. Und schon können wir den Greifhaken an uns nehmen. Keine Ahnung, wofür wir den brauchen, aber wir werden es schon rausfinden. Greifhaken Bedienungsanleitung. Warnung! Dieses Gerät nur benutzen, um schwer zugängliche Waggondächer zu erkunden und spezielle Züge zu verbinden. Ah, ich sehe schon. Nach Verwendung an den richtigen Orten zurückbringen. An den richtigen Ort zurückbringen. Nö, kannst du vergessen. Hinweise zur Verwendung. Erstens, Verwendungsort. Außen am kleinen Fenster der ersten Etage des dritten Waggons ist eine Leiter. Feuern Sie den Haken so, dass er die Leiter greift. Schön, dass ihr es nochmal so offensichtlich hinschreibt, wo man ihn anwenden soll. Klettern mit der Winde. Nach Sichern des Hakens ziehen Sie sich mit der Kurbel hoch. Der Greifhaken kann nur jeweils eine Person tragen. Bei mehr als 80 Kilogramm wird das Gerät möglicherweise beschädigt. Wir werden also mit Rebecca klettern müssen. Okay. So. Dann gehen wir mal wieder dorthin, wo es etwas stiller ist. Und ich mach mal eine ganz kurze Aufnahmeunterbrechung und wir sehen uns gleich wieder. Und weiter. Wir müssen uns merken, hier steht noch ein Heilspray rum. Aber erstmal machen wir uns auf die andere Seite hier wieder. Und erstmal will ich dann auch versuchen, die Eier anzuzünden mit dem Benzinkanister. Werft die Puschen zu Boden. Oh! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Nicht auf Billy schießen, bitte. So, war es das für ihn? Nein. So. Damit habe ich jetzt wirklich nicht gerechnet. Ist aber zugegebenermaßen nicht das erste Mal, dass ein Zombie aus einem heißen Schrank rauskommt. Was ist das denn? Will ich es wissen? Ich weiß es nicht. So, na gut. Wir merken uns, hier gibt es seltsame Flaschen auch noch einzusammeln. Billy, bist du eigentlich in Ordnung soweit? I'll go. Oh nee, sorry. Falsche, okay. Falsche Taste. This way. Okay. Billy sagt zu allem okay. Ja, ich dachte mir, ihm geht's nicht mehr so gut gerade. Ja, das ist jetzt gerade ein bisschen ungünstig, weil, naja. Kein Platz mehr für Heilkräuter bei ihm. Wir behalten uns einfach in Erinnerung, er müsste demnächst mal geheilt werden. Und schauen mal hier drüben vorbei. Ich möchte nämlich mal die Treppe nehmen nach oben, die
noch einen Waggon weiter dann ist. Keine Zombies hier? Doch, natürlich. Aber wir gehen gleich durch. So, und falls sich hier jemand aufhalten sollte, ist mir das herzlich egal. Hier drüben ist übrigens das Fenster, durch das wir uns dann nach oben begeben können. Ich möchte aber erstmal über die Treppe nach oben. So, denn hier ist es genauso schleimig wie drüben. Wie zu erwarten war eigentlich. Kann ich denn hier zufälligerweise... Nein. Ach so, okay. Wir legen mal ganz kurz die Farbbänder hier auf den Boden. Am besten irgendwo, wo ich auch was sehen kann. Yep. Und auch das. Und dann wechseln wir auf Billy. Und geben den Greifhaken mal rüber. Wenn wir denn wechseln können. So, jetzt müssen wir doch eigentlich hier mal ein bisschen austauschen können, oder? Ja, nee, wie denn? Ich weiß es gar nicht. Austauschen, genau. Wunderbar. Ich wollte ihn zwar nicht, eigentlich nicht da oben hin haben, aber ist in Ordnung. Halt, bin noch gar nicht fertig. Doch, bin ich. Denn ich habe den Kanister ja hier abgestellt. So. Allein ist es nutzlos, haben sie gesagt. Das mag sein. Aber mit einem Feuerzeug kombiniert. Sollte es doch funktionieren? Nein. Das ist sehr schade. Ach so, kann ich das vielleicht... Hä? Warte mal. Kann ich mehrere Sachen als persönliche Gegenstände hinlegen oder wie? Ich finde dieses Zeichen so seltsam. Okay. Ich kann das Kostüm von Billy ändern. Ach ja, natürlich. Ich kann eine Porno-Variante aus ihm machen. Ach komm, warum nicht? Wir haben ja sonst nichts zu tun hier, ne? Modenschau. Siehst du mal, dafür gibt es sogar noch ein Achievement. Gibt es das für Rebecca auch? Ich meine, ich muss sagen, ich mag eigentlich ihr Sanitäter-Outfit. Ja, natürlich gibt es das bei ihr auch. So, was haben wir denn da? Western? Oh Gott, nee. Leder? Nee. Nein, wir bleiben beim Stars-Outfit. Jo. Mir ist übrigens aufgefallen, in der einen Videosequenz, als wir den ersten Zombies hier im Zug begegnen, sind ihre Hosenbeine runtergekrempelt. Und ansonsten immer hochgekrempelt. Das fand ich sehr, sehr seltsam. Ist mir zugegebenermaßen nicht hier im Let's Play aufgefallen, sondern im Test vorher, in dem ich schauen wollte, ob das Spiel flüssig läuft. Deswegen habe ich vorhin nicht darauf hingewiesen, weil ich da in dem Moment nicht dran gedacht hatte. Aber egal. Wollte ich nochmal angemerkt haben. So, es ist glaube ich trotzdem ganz gut, dass Billy jetzt den Benzinkanister bei sich trägt. Ich werde ihm dann auch einfach mal jetzt das grüne Kraut hier spendieren. Das reicht ja völlig aus. Ah, ich hätte es gleich anwenden können. Und dann muss er eben auch mal die Farbbänder in die Hand nehmen, denn ich will auch mal speichern. Ich will auch mal speichern gehen. Das täte, glaube ich, mal Not, denn das letzte Mal, dass ich gespeichert habe, das war noch, bevor sich Billy und Rebecca zusammengeschlossen haben zu einem Team. Was ich vorhin schmerzlich erfahren musste, als ich gegen den Skorpion abgekackt habe. So, folge mir unauffällig am Zombie vorbei. Hat gut geklappt. Hätte ich nicht gedacht. So, jetzt müssen wir bloß noch die richtige Kabine wiederfinden. Ich glaube, es war die hier. Und da fällt mir ein, ich habe doch jetzt den Schlüssel. Ich kann doch jetzt eigentlich die Aktentasche öffnen gehen. Ich speichere trotzdem mal vorher. Das ist aber der falsche Raum. Stell dich gerade fest. Ja, ja, schöner Anzug, ich weiß. Du trägst auch einen ganz tollen Anzug. Ich bin stolz auf dich, Billy. So, probieren wir es dann nochmal mit der Tür nebenan.
Ich frage mich ja, woran er sein Funkgerät befestigt hat da in dem Anzug, denn da ist nichts, wo das Funkgerät hängt. Falls ihr das seht. So. Speicherung Nummer 2. Mal sehen, auf wie viele 1000 Speicherungen ich am Ende komme. Es könnten ziemlich viele werden. Wenn man dann einmal weiß, was passiert und wo man was findet, dann ist das alles kein Problem. Aber wenn man natürlich völlig blind sich in das Spiel begibt, dann muss man halt auch mal schauen, dass man ein bisschen öfter speichert. Sicher ist die Mutter der Porzellankiste. So, der liegt immer noch hier rum. Und wir schauen uns mal die Tasche an, für die ich keinen Platz mehr habe. Stimmt, ich wollte das Farbband auch hier drüben hinlegen, in den Raum rein. Machen wir das doch nochmal schnell. Woanders brauche ich es sowieso nicht hier im Zug. Von daher schmeißen wir es einfach hier hin. So. Weg da. Und dann schauen wir mal, was wir mit unseren sich ergebenden Möglichkeiten so alles tun können. So. Einmal die Tasche für mich. Hat Billy denn jetzt auch den Ring? Nee, shit, den habe ich immer noch bei Rebecca, ne? Ah, ist das ärgerlich. Achso, warte mal, ist aber kein Problem. Machen wir das doch einfach so. So. Nicht verwenden, kombinieren natürlich. Damit. So, dann schauen wir uns das Ganze mal an. Ach, das ist nur einer von zweien. Okay, aber wir haben mehr Platz dadurch gewonnen. Alles klar? Nein, ich will die nicht nochmal untersuchen. Dann können wir die wieder ablegen. Und haben immer noch den Greifhaken. Was haben wir hier eigentlich hingelegt? Das Messer. Nee, das brauche ich nicht. Das brauche ich wirklich nicht. So, drinnen hätten wir noch Pflänzlis. Verzichte ich jetzt auch mal drauf. So, jetzt muss ich nur noch mal kurz schauen, was habe ich jetzt Rebecca alles kredenzt. In Ordnung. Eigentlich ist es sinnlos, das bei ihr zu lassen, weil sie kein Feuerzeug hat. Deswegen muss eigentlich auf jeden Fall Billy das Ding nehmen. Ja. Ich weiß gerade auch gar nicht so richtig, wofür der Kanister sein soll. Ich weiß nicht, ob das wie in Resident Evil 1 ist, in dem HD Remaster, dass man bestimmte Gegner dann diese Crimson Zombies da, die Crimson Heads anzünden muss, damit sie liegen bleiben. Könnte sein. So, aber Rebecca macht jetzt mit der Ausrüstung, die sie jetzt bei sich hat, einen kleinen Ausflug. Erstmal werden wir hier den Zombie beseitigen müssen, der hier im Gang steht. Ja. Schießt du mir durch den Kopf, Alter? So, gute Arbeit, mein Freund. Ho! Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Oh, immer noch nicht tot? Echt jetzt? Oh, wert nicht mehr. Na, das war ja eine großartige Aktion. Shit. Naja, was willst du machen? Oh fuck, echt jetzt? So sehr haben die mich verletzt? Wisst ihr was? Ich werde nochmal ganz kurz vom Speicherpunkt aus mich hierher begeben. Denn das war jetzt echt unnötiger Verlust an Leben. Das muss ja jetzt wirklich nicht sein. Also, wir sehen uns gleich am Fenster wieder, wenn ich auch die Zombies hier beseitigt habe. So, diesmal haben wir die ganze Rasselbande gleich davon an der Tür erledigt. Und ich würde sagen, Rebecca darf sich dann mal hier betätigen. Und eine kleine Klettertour einlegen. Schauen wir doch mal. Bis bald, Billy.